weil der halt schnell genug ist. Aber ja gut, aber jetzt doch mal ehrlich, das Rennen ist doch nicht schwer. Also das kann ja selbst ein Level 1 machen. Komm. Das ist voll hart. Das Ding ist, die meisten Leute, echt, ich kann dir schwören, dass irgendwie 90% der Leute nicht wissen, wie man Wallride fährt mit dem nur tippen die Steuerung. Weißt du? Das ich weiß ja selber, wir haben schon so viele Leute drin gehabt, die ihr erstes Rennen gefahren haben. Das heißt, sie haben sowas noch nicht mal gesehen bis jetzt. Ja, eben. Ah, und die lenken klar. Dann halt auf dem Wallride und packen es aber nicht so, ne? Oh. Ja. Ja, das ist guter Stoff, ich bin Erster. Ich hab den Checkpoint. So ich hab den Checkpoint unten. Oh, ah, wir müssen lernen, okay, hier. Das ist gut. Ich bin Erster. So muss das sein. Siehste, und Markus ist Zweiter. Ey, was will ich denn mehr für YouTube, oder? Easy, 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 easy. Warum hab ich denn jetzt mal... Ja, das weiß ich auch nicht. Just another simple Wallride race. Actually, it's not that simple at all. Oh, yeah, check this out. I shouldn't have said anything, I jinxed myself. Yeah, not, it's not, no. Der, nee, gar nichts geworden, ne. Jetzt okay. Habe ich mich gerade so weit von selber dem Arsch, meinen Arsch gerettet, das war der Wahnsinn. Das Gute ist, beim zweiten Wallride, wenn du gegen die linke Barriere gleich anfangen bei den Rampen Gegenschuss, dann brauchst du an sich gar nicht mehr lenken. Dann donnerst du gleich oben gegen die Rampe und dann kommst du perfekt bei den blauen Wallride rein. Ich aber den Checkpoint nicht. Ich würde den einen. Dieser eine letzte Container irgendwie, der stört mich sogar so ein bisschen am Ende des Wallrides, der dich so ein bisschen nach oben schießen soll, weißt du? Ja. Ich glaube, den darfst du gar nicht. Also mit dem NCC darfst du gar nicht mitnehmen, weil. Ja, also ich hab's den Checkpoint nur. Also mit dem T20 ging es super, da konnte ich wirklich den Container auch mitnehmen und es klappte auch, weil der halt schnell genug ist. Aber sehr gut, ich kann dann ja noch ein bisschen nach hinten packen. Oder unlucky finished already. Destroy schon fertig, Alter. Alter, ich mach's hier echt doof, Alter, ich komm überhaupt nicht durch. Was ist das? Ich hab noch die erste Runde, Alter. Oh, Hard Race. Ja. Ah. Ja, dann schreibe ich halt in die Beschreibung, ist er Hard Race. For... Okay, translation what Destroy just said. He said when he rides his own wall ride, he imagines that he's E.T. and riding in the sky with a bicycle, basically. No, he didn't say that. No, he didn't say that. But you guys probably all heard of Destroy, man. Him and Daddy Wedge are taking all the world records. You probably saw his name in a lot of descriptions of races already. This is his new race for Zancudo. Go check it out. Link is in the description. Go bookmark it. Give it a play. Awesome race. Check it out. And look, we got King JMK in here, who's actually the inventor of the Rubio loop. He was the first one to build a looping to Wallride thing. This race is called Loopside Down. I've also got it on my YouTube channel. Go check that one out. Dark Hayes. Ich habe auch einmal Wallrides versucht mit Osiris. Ich hab's gar nicht gepackt. Ich komme mit dem Auto auch nicht klar auf den Teil. Der ist übelst geil eigentlich für Wallrides, ohne Scheiß. Der ist ich hab's einmal probiert, ich hab's gar nicht geschafft. Also ich hatte überhaupt kein Gefühl für, wie doll ich irgendwie denken muss oder... Ja, ja. Das ist das Einzige, aber... Wenn du passt, warte nicht. Da merkst du wirklich jede Bodenwelle mit dem Entity, war das richtig...